einem neuen Video. Da wir sind, ich bin mit dem Zug unterwegs und ich bin auf dem Weg zum Howie. Ich habe gedacht, ich fahre mal mit dem Zug hin. Warum nicht? Macht ja Spaß. Und ich werde ein gutes Stück vorher aussteigen und werde dann den Rest vom Weg zu Fuß laufen. Das sind so 8 bis 10 Kilometer. Ich will da so ein bisschen am Flüsschen entlang laufen, ein bisschen mir die Natur angucken. Und ja, am Ende wollen wir dann einfach heute wieder ein bisschen an meinem Messer weiterbauen oder ich will an meinem Messer weiterbauen. Also wenn ihr Lust habt, bleibt da weiter dran. Genießt weiter die Fahrt mit mir. Ist noch etwa eine Stunde. Also bis dann. Ciao. Auf den eigentlichen Zug, ne? Wird ja nicht, ne? Dankeschön. Hallo. Ja, wir kriegen Krach. Weil ich durch den Anschluss in Würzburg nicht und habe Zugbindung. Wer sagt das? Wer sagt, dass das hier der Regel ist? Weil da draufsteht, wir müssen dann da sein und dann. Das können wir erst mal sehen, wenn wir hier loskommen. Dann können wir mal sagen, ja, das wird knapp oder nicht. Gut, gut, gut. So. Und wenn Sie eine Zugbindung haben, ja, ja, ist es auch kein Problem, weil Sie haben jetzt einen Stempel. Auch. Wenn Sie sagen können, wegen dem Zug habe ich den anderen Zug gekriegt, können Sie zur nächsten Möglichkeit nehmen. Zur nächsten Möglichkeit. Genau, gut. Schon lauter, oder? Das ist lauter, ja. Als ich jetzt aus dem Zug ausgestiegen bin, musste ich mich ganz kurz orientieren, welche Richtung ich muss. Und es ging eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich mein erstes Primärziel gefunden, den Fluss. Dem will ich jetzt in die Richtung folgen. Allerdings führt hier jetzt links davon die Bundesstraße, Landstraße lang. Und ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit immer die Straße im Gehör haben. Ja, jetzt laufe ich mal den Fluss einfach lang. Ich habe keine Ahnung, inwieweit ich dem jetzt folgen kann. Der schlängelt sich natürlich ein bisschen und da muss man mal sehen, wie weit da an den Ortschaften dann, wie weit ich da vorbeikomme. Ansonsten, ja, total schönes Wetter. Hier fahren halt die Autos vorbei. Das ist halt ein bisschen schade, aber ist egal, es ist ein schönes Wetter. Ich laufe jetzt hier einfach schön mal am Fluss lang. Mit kurzer Hose hier im hohen Gras, irgendwie nicht ganz so geil. Mal gucken, ich habe eine lange dabei, vielleicht ziehe ich die dann auch noch an. Jetzt laufe ich hier erstmal ein Stück und gucke ich mal, wo ich rauskomme. So, meine Hose ist an, ist natürlich jetzt gefühlt noch mal 10 Grad wärmer. Ja, wir haben jetzt kurz nach 1, die Sonne steht relativ hoch und brutzelt schon ordentlich. Keine Ahnung, 25 Grad wird es schon haben. Aber das macht nichts. Ich laufe jetzt da so ein bisschen schräg und dann da vorne Richtung Fluss. Und dann laufe ich jetzt hier über die große Wiese. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Puh. Schön. Jo. Biber gibt es hier auch. Eindeutig zu sehen. Allerdings ist nichts gestaut oder so. Könnte übrigens mal sagen, wie das jetzt hier, ich habe ja diesen Windschutz vor längerer Zeit mal auf die Kamera gemacht. Hier geht relativ Wind. Bin ich mal gespannt, wie das rauskommt. Also wie gesagt, da vorne ist halt die Straße. Und entsprechend habe ich halt
immer Auto brummen. Aber egal, stört mich nicht. Hier ist schön über diese große Wiese. Die bunten Blumen hier. Alles schön gelb. Und lässt sich schön gemütlich laufen. Ich bin ein bisschen im Schatten. Hier ist auch schon mal jemand gelaufen, hier sind Spuren. Ja, jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Der Fluss verläuft da so lang und da hinten ist die nächste Ortschaft, durch die ich durch muss. Da will ich aber eigentlich nicht durch. Der Fluss geht aber komplett hier so lang. Da will ich eigentlich auch nicht lang, deswegen laufe ich jetzt hier Richtung was sind das? Obstbäume oder was auch immer und dem Strommast. Und gucke, dass ich da vorne dann wieder unterhalb von der Ortschaft auf den Fluss treffe. Weil irgendwie da jetzt krampfhaft da am Fluss lang laufen, muss ich ja auch nicht. Es ist richtig schön zu laufen nach der zweistündigen Zugfahrt, die ganze Zeit sitzen, ist es durchaus schön, seine Füße jetzt zu bewegen. Ich bin jetzt dann letztendlich doch ein Stück durchs Ort durchgelaufen. Der eine Weg, der da vorne war, der hat dann in so einem Werkstoffhof geendet. Und jetzt bin ich hier gerade durch so Schrebergärten durch. Jetzt bin ich aber durch die Ortschaft durch. Hier kommt wieder weites Feld. Rechts von mir der Fluss. Und jetzt gucke ich mal, wie weit es hier weitergeht. Bin wieder ein besseres Stück weg von der Straße. Man hört sie immer noch, aber lang nicht mehr so. Hier ganz am Anfang, also da hinten irgendwo, ist die Straße. Und hier sind halt so Schrebergärtchen. Ganz schön die Anlage. Der Raps duftet hier und färbt alles gelb. Super geil. Ja, der Ort, den ich vorhin gesehen habe, euch gezeigt habe, war noch nicht der richtige Ort. Der liegt da hinten und der andere liegt da. Also ist noch ein Stückchen. Ich habe jetzt hier direkt an der Straße, der Bank, einfach ein bisschen Pause gemacht, habe was gegessen. Eigentlich wollte ich das filmen, ich wollte irgendwo ganz gemütlich eine Pause machen, aber ja, jetzt ist es nicht mehr weit und jetzt extra ein Plätzchen suchen, hatte ich keine Lust. Deswegen habe ich jetzt auch nicht großartig gefilmt hier mit dem ganzen Straßenlärm.
Ja, ich denke so 20 Minuten vielleicht noch, dann dürfte ich da sein. Los geht's. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bin da. Hier ist das Ortsschild. Habe wesentlich länger gebraucht, als ich gedacht habe, aber ich habe mir auch viel Zeit gelassen. Bin ein bisschen im Kreis, also nicht im Kreis gelaufen, aber zickzack gelaufen. Am Ende bin ich dann doch leider mehr durch Städte und oder Ortschaften und an der Straße gelaufen, wie ich eigentlich gerne wollte. Aber das Flusstal ist ganz da unten. So, jetzt machen wir den Abspann nochmal. Also ich sitze jetzt hier beim Howie im Garten. Bin jetzt endlich da. Bin jetzt endlich dann doch mehr durch Ortschaften gelaufen, wie ich gedacht hatte. Der Weg war mir nicht ganz klar, wie ich laufen muss. Und dann ja, stehst du halt plötzlich in der Ortschaft und willst zurück zum Fluss zu laufen. Wäre mir dann so doof gewesen. Alles in allem waren es jetzt so zwischen 8 und 10, 12 Kilometer, keine Ahnung. Hab nichts dabei gehabt, um es zu messen. Ja, war anstrengend genug, gute Übung für mich. Ja, jetzt ruhe ich mich erstmal aus und dann geht es beim Messerbauen weiter. Gibt da ein separates Video. Und das hier gibt es einfach nur dieses kleine Trip-Video hier. Also halt hier ansteif. Bis dann. Ciao. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Aktuell 49. Hallo. Aber das ist so crazy, Mother.